Heute geht's ein bisschen ab. Crunchies Malstudio ist eröffnet. Ihr hattet schon mal ein kleines Tutorial über Energieschwerter. War so ein kleiner Feldversuch. Wie funktioniert alles? Heute sind wir am Start mit meinen Tau. Was ich euch heute zeigen möchte, ist, ich werde oft gefragt, wie kriege ich jenes Muster hier hin? Das heißt, ich habe da tatsächlich einfach nur diesen wundervollen Pinsel genommen und mich dann in 3-4 Stunden Arbeit immer dann pro Raute hingesetzt. Nein, Spaß beiseite, geht gar nicht. Also sprich pinseltechnisch, keine Ahnung, ob man sich echt die Mühe machen möchte. Ich glaube, man kriegt es auch tatsächlich nicht so fein hin. Was ich gemacht habe, ist, ich habe die gute alte Airbrush eingesetzt. Fragen sind ja ab und zu immer, was soll ich nehmen? Ich habe eine Evolution Silverline 2-in-1 von Harlan Steenbeck. Ich empfehle euch tatsächlich, spart nicht am falschen Ende, sprich holt euch eine Airbrush, die tatsächlich vernünftig ist. Ansonsten werdet ihr Probleme später haben, besonders halt in der Haltbarkeit und zum Säubern. Jetzt muss ich gerade mal ein bisschen schauen, entschuldigt das bisschen den Krach. Jetzt habe ich natürlich alles passend vorbereitet, nur nicht das Werkzeug, wofür ich diesen... Oh, verfluchte Scheiße! Wie man den Tarneffekt-Muster hinkriegt, das Tarneffekt. Muster des Todes, der Vernichtung. Wo ist es hin? Ja, kommt zum Break. Machen wir auf die Suche, dann geht's gleich wieder los. So, da sind wir wieder. Irre. Ha, so war's. Auf den Poten. Wirf den Poschen zu Poten. Hier ist mein Geheimnis. Ist ganz rar, bekommt man sehr selten. Also musst du meistens auf orientalischen Märkten wirklich dir den ganzen Tag absuchen. Oder du gehst in den Baumarkt oder zu Lidl oder zu Aldi und holst dir für 99 Cent ein Fliegengitter. Das heißt, es ist nichts weiter als das Fliegengitter, was ihr euch vor die Fenster hängt, damit das ganze Gesocks draußen bleibt. Nicht alles. Also so ein Deli, so ein Mozzi, Pfeife, so ein Floh, da hast du keine Chance. Die kommen da trotzdem durch. Was habe ich gemacht? Also ich habe im Prinzip nichts anderes gemacht als eine Grundfarbe genommen. Das heißt, dies ist hier ein Stagenounced Gale Green, wenn ich mich nicht irre. Also dann bin ich immer ein bisschen dussel und vergesse immer die Farben, die ich nehme. Um dieses Muster aber tatsächlich zu machen, braucht man nicht viel. Man nimmt Weiß in dem Fall. Also es hängt immer davon ab, welches Modell ihr nehmt. Habt ihr natürlich eine helle Farbe, wobei auch da würde ich, glaube ich, Weiß nehmen. Weil der Vorteil ist, durch dieses Weiß, was dann flächendeckend aufgetragen wird. Und durch dieses Netz, das Netz deckt im Prinzip den Grundton ab. Das heißt, da habt ihr quasi die Linien in diesem Ton. Habt ihr quasi schwarz, habt ihr schwarze Linien, habt ihr gelb, habt ihr gelbe Linien und so weiter. Und dies füllt quasi die Fläche auf und dann habe ich ein Muster. Danach benutze ich sehr gern die Glazes. Das heißt, man kann natürlich auch sich eine eigene Tusche machen oder man kann natürlich auch eine ganz normale Tusche selber nehmen. Und die arbeite ich dann einfach im Prinzip nur drüber. Weiß ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe auch festgestellt, dass das Weiß zu airbrushen immer heikel ist. Also in meinem Fall spritzt es tatsächlich immer und macht da immer so kleine Spritzerchen, so Flecken, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ich denke, das hängt mit der Pigmentierung des Weiß zusammen. Egal welches Weiß. Also ich habe schon x verschiedene genommen, auch von anderen Hustherstellern. Aber nee, ich komme immer wieder zurück zu GW oder ich nehme generell ja nur GW-Sachen. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber damit bin ich sehr zufrieden. Drucktechnisch muss ich sagen, ist immer unterschiedlich. Ich mache mal gerade an. Arbeite ich tatsächlich immer mit so ungefähr 2,5 Bar. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu laut fürs Video, der geht aber auch gleich natürlich wieder aus. Dass man genau sowas wollen wir hinkriegen. Muss man natürlich gucken, muss man aufpassen. Also ich habe jetzt im Prinzip einen Verdünner genommen. Durch den Verdünner wird das Ganze natürlich ein bisschen heftig. Ich habe jenes hier am meisten in Benutzung. Man kann natürlich auch Lamien Midi nehmen, was auch immer. Also es ist unterschiedlich. Die Konsistenz, die Farbe haben muss, also oder das Mischverhältnis, ist auch immer, wie soll ich sagen, so eine Erfahrungssache. Im Prinzip ist es immer ganz gut. Testet eure Farbe oder euer Vorhaben tatsächlich immer an irgendwas anderen, bevor ihr direkt ans Modell geht. Zack. So, das müsste eigentlich gut passen. Wir schauen mal. Es geht ja nur um die Effekt.
Geschichte an und für sich. Das heißt, ihr nehmt das Netz einfach, haltet das relativ gespannt fest und sprüht dann über das Modell selber drüber. So, wenn wir das jetzt mal abnehmen, sieht man dann schon das Muster. Ich habe hier in dem Fall ein bisschen zu viel Weiß genommen. Also was heißt zu viel Weiß? Zu viel Flüssigkeit. Dementsprechend ist das etwas krass. Aber keine Angst, das kann man halt noch ausbessern, indem da die Tusche drüber kommt oder den Grundton kann man nochmal mit Airbrush nacharbeiten, dass man halt quasi auch hier im Detail diese Spritzer und Co. wegkriegt. Also da muss man keine Panik schieben. Ich guck mal, ob ich es jetzt noch. Wo machen wir es mal hier? Machen wir es oben auf den. Auf denselben. Auf den Schulter. Ja, Rückenmodul, was auch immer. So. Und zack. So. Und schon haben wir auch so ein Muster. Was man einziges aufpassen muss, ist immer, was für ein Fliegennetz man nimmt oder Fliegengitter man nimmt. In dem Fall hat man einen Unterschied. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber ihr seht, dass das mehr viereckig ist. Und in dem Fall ist es tatsächlich mehr Rauten oder beziehungsweise sechseckig, wabeneckig, wie auch immer man das nennt. Dementsprechend kann man unterschiedliche Techniken machen. So, jetzt muss ich nochmal das Ding sauber machen, die Airbrush. Weil mehr ist es im Prinzip nicht. So, schauen wir das schön weg. Schön an die Wand gesprüht, die Frau freut sich. So, jetzt habe ich natürlich auch wieder super vorbereitet, nämlich kein Reinigungsmittel, aber das ist nicht weiter schlimm. Dann nehmen wir jetzt ein bisschen hier, so der Guide, schön Liquid. So, einmal gesäubert. Oh. Die Effekte dadurch sind im Prinzip sehr vielseitig. Im Prinzip ist es auch nichts anderes als eine, ja, wie soll ich sagen, eine Art Dental-Technik. Das heißt, ihr nehmt eine Vorlage, einen Ausschnitt, druckt was aus, nehmt es mit einem Cuttermesser und schneidet es aus. Oder es gibt auch schon vorgefertigte Stencils. Stencils, das hört sich bestimmt lustig an. Auch haben wir hier einen zweiten Sprachligastheniker neben Mozi. Im Prinzip nichts anderes als ja, ein Ausschnitt. Und dadurch kann man natürlich viele Spielereien machen. Ja, ab ein Tarnmuster, ein Rautenmuster, auch irgendwelche Embleme, quasi bei Dark Elder und Elder ist es sehr beliebt. Da nutzt man sowas. Aber ich mache nicht so viel. Also die Tau zum Beispiel ist auch ein Projekt gewesen, wo ich mit einfachster Arbeit einen guten Effekt erhascht habe. Jetzt nehme ich mal zum Beispiel, also die Farbe ist tatsächlich echt egal. Ich nehme jetzt hier mal ein Cassandra Yellow, ist ein Shade. Und dann sprüht man jetzt über die Flächen drüber und schon wird das Muster eingefärbt. Man kann eigentlich relativ grob drüber gehen, man kann auch tatsächlich die Rüstung selber treffen, das ist auch weniger schlimm, weil das dann damit ein bisschen, ja, es überdeckt ganz gut, also es läuft gut über und dadurch hat man natürlich einen schönen Effekt. Für was man das nehmen kann, ist eigentlich egal, also ich nutze das jetzt für meine Tau als sogenannte, keine Ahnung, als Rettungswurf, als Tarnmuster. Ja. Da ist die Frau im Hintergrund. Mäuschen mal gerade beim Tierarzt. Fry macht gerade Stress. Eieiei. Hier ist in der Hütte was los. Rea liegt auf der Decke und spielt mit den Affen. So muss das sein. So, grün. Kann man auch noch quasi ganz normal drüber machen. Zack. Sieht man jetzt ein bisschen weniger Effekt, aber so ganz leicht. Also man sieht halt einfach, dass es so grün-gelblich schimmert. Was ganz gut ist, also dass man da noch ein bisschen eine andere Farbe mit reinarbeitet. Dass man zum Beispiel eher noch mit Blautönen arbeitet. Ist euch tatsächlich ja offen. Also macht, probiert aus, testet, nehmt wie gesagt vorher mal ein anderes Modell schaut einfach mal, da spuckt sie, schaut, was euch am besten gefällt. So, durch Blau dunklig oder ja, mache ich den Effekt halt mal wieder nicht so ganz krass. Muss man auch aufpassen, was man nimmt. Also ich habe hier zum Beispiel einen Shade genommen. Wenn man einen Shade nimmt,
zack, dann wird man ganz leicht manchmal Flecken sehen. Also am besten ist tatsächlich ein Glaze geeignet oder die jeweilige Farbe dementsprechend mit Lamin Medium verdünnt. Mehr ist es im Prinzip nicht. Das heißt, dieses kurze Tutorial hat euch einfach nochmal gezeigt, wie das Ganze funktioniert, welche Technik man nimmt. Also im Prinzip haltet einfach mal die Augen offen im Allgemeinen, sprich, was kann man nehmen. Das ist jetzt natürlich nicht so optimal, weil es einfach nur viereckig ist. Am besten war natürlich das Fliegengitter, was ich mit Rautenmuster habe. Ja, ansonsten, ja. Hoffe ich, hat euch das einen Einblick gebracht. Das kann man natürlich sehr schön bei Panzern nehmen. Geht natürlich auch gröber. Der Phil hat auch sehr gute Erfahrungen gemacht auf Kosten deiner Frau. Da gibt es ein Höschen weniger. Man kann natürlich auch Netzstrumpfhosen nehmen oder ähnliches. Das heißt, so komisch es klingt, ich glaube, meine Frau hat damals bei Orion mal mir eine besorgt, die ich dann zerschnibbelt habe. Extra gesagt, hier, hol mir mal eine, weil ich für meine Dark-Eltern ein größeres Muster wollte, was halt dreimal so groß war wie das, damit ich halt so einen Schimmerfeld-Effekt bekommen habe. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, die Taue sind noch nicht fertig. Das heißt, wer hier ein geübtes Auge hat, hier sind noch viele Sachen wie Linsen und Co. Aber die sind gerade in der Arbeit, weil wir demnächst mal auf ein Teamturnier gehen nach Berlin. Welches, wann, wie genau, das wird noch nicht verraten. Wobei, wer sucht, der findet. Ja, vielleicht werdet ihr uns da sehen oder auch natürlich meine Taue. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn Anregungen sind, wenn Fragen sind, wenn andere Ideen sind, wo ihr sagt, okay, hier, ja, nimm mal das oder ich empfehle euch tatsächlich noch was anderes, dann einfach nur zu in den Comments. Ja, wie immer, Daumen hoch gewünscht. Wenn euch was nicht gefällt, natürlich seid auch offen. Konstruktive Kritik ist immer gewünscht. In dem Fall wünsche ich euch einen schönen Nachmittag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Ja, Crunchy Smile Studio 2.0 ist somit aus und zu Ende. Tschüss!